So, weiter geht's mit Demon Turf, beziehungsweise Demon Turf Tower. For skilled players. Okay, tschüss. Doch nicht. Ja, the challenge. Speaks for ancestors of Hexed and Stripped, whatever, of her powers by the nefarious Jester. Can she beat his infamous tower in one try and regain her abilities? Wahrscheinlich nicht, aber ich würde zumindest einmal reingucken. Wir haben es jetzt 7 Uhr. Ich habe vor einer Stunde, anderthalb oder so Neon Splash beendet. Und ja, ich will einfach mal reingucken. Gucken, was da jetzt so kommt. So, play. Ja, wir sehen jetzt Beeps in einem neuen Outfit schon. Also wir sehen es nicht, aber ich sehe es. Wir sehen sie gleich wahrscheinlich nochmal. Ah, ist das laut. Ah. Ja, Playtonic Friends immer noch. Gleiche Intro wie in jedem Teil. Da haben wir sie gerade kurz gesehen. Ich hasse es, wenn direkt die Sequenz startet, aber egal. Gut. Ah, life's good. Gegen die Demon Queen is turning out to be a piece of cake. I didn't vote for ya. Wo ist das Floating Weirdo? Oh, no one, really. Just your worst nightmare. Enjoy being powerless, oh mighty queen. Eepsie, what happened? Are you alright? Mehr oder weniger. So, that's the Jester's Tower, huh? Let's see if I can get rid of this dang hex on me. Yeah. Die Frage, ist das mein Outfit aus dem Hauptspiel? Das rote Ding nicht, aber die weißen Haare. Okay, gut. Ich würde mal direkt kurz. Oh, das Artwork ist nice. Es wird sogar fast als known für ein Dingens. Dinge, ja. Wie heißt das Ding jetzt nochmal? Ich komme nicht drauf. Thumbnail. So, Audio. Jede Variante des Spiels hat immer seinen eigenen Regler anscheinend. Oh Gott, das ist laut. Moment. Ich muss kurz raus haben. Lautstärke im Mixer. Okay, so. Ah. Besser nochmal 20% runter, oder? Erstmal. So. Okay, aber interessant. Das heißt im Endeffekt, ich starte zwar die Demon Turf Echse, aber ich komme in diesen komischen Launcher und starte von da aus drei verschiedene Echsen anscheinend danach. Deswegen auch OBS immer erst sich neu reinhucken muss und ich nicht die Screens direkt sehe. Gut, ich hätte auch jetzt wieder die Monitor Capture nehmen können, aber was soll's. Es ist ein Ladescreen, wo Beepsy einfach wieder an ihrem Handy saß. Beepsy vor allem, Beeps. Gut. Ja, Visuals. Okay, erstmal direkt wieder hier alles ändern, was falsch ist. Wo ist 2560 mal 1000? Wo ist die normale? Was ist hier oben so komisch? So, ah, es ist klar geworden. Anti-Lasing, ja, V-Sync, ja, uncapped, Ambient, Bloom, aus, High, Bla, Full, High, Standard, High, ne, Default 4, Blur, None. So, sieht gut aus. Controls, gucke ich gleich rein, falls mich irgendwas stören sollte. Gameplay, Total Game Timer. Hex-Mode? Hard-Modes? Hard-Mode? I don't think so. Hex-Mode. Turn this on to unequip all Hex abilities when starting a new run. Only changeable in the hub. Aha. Ach so. Wenn ich quasi runterfalle, dass ich meine Fähigkeiten noch besitze und nicht besitze. Also. Ja, okay, gut. Das heißt, ich könnte jetzt das aktivieren und dann könnte ich, wenn ich runterfalle, müsste ich immer wieder alles komplett neu machen, ohne extra Fähigkeiten, die ich unterwegs gesammelt habe. I don't think so. Screenshakes, gibt Cutscenes, nö, Super Dribble, bla, Slow Walk Talk, ja. Passt so. Erstmal. Gut, ich tippe nochmal ganz kurz raus und resette mal kurz die Frames, die gemisst worden sind. Beim Hookwechsel hat es nämlich gerade sich wieder.
Ja, nee, beim Hookwechsel hat er wieder Frames geworfen. Aber gut, da ist es okay in solchen Fällen. Talk, where would I head back to Forktown right now? Ja, vor allem interessant, dass jetzt unter der Stadt auf einmal doch hier noch irgendwie Land ist, aber okay. So, welche Fähigkeiten habe ich denn jetzt nicht mehr? Ich kann nicht zur Fledermaus werden. Ich habe keinen Double Jump. Okay. Ich habe keinen Spin. Ich habe gar nichts mehr einfach. Okay, gut. Camera Zoom. Dann lasse ich erstmal so Autocam. Stimmt, ich konnte hier rauszoomen und reinzoomen. Habe ich schon ganz vergessen. Looking around, moving forward. Ja, gut. Ich überlege gerade, ist der Tower eigentlich kostenlos an sich oder ist das auch nur, wenn man das Spiel gekauft hat, kostenlos? Hm. Egal. So, regular jump. Ja. Watch the shadow. Mhm. Das kleine Standard-Tutorial. Wall jump. Okay, den darf ich sogar noch nutzen. In der Theorie. Ha, verdammt, meine Füße verbrennen. Ich habe mir gerade noch wieder eine Wärmflasche gemacht und die ist gerade noch ein bisschen sehr heiß. Und ich weiß nicht, wie ich meine Füße da hinlegen soll, dass meine Füße nicht direkt weg verbrennen, aber auch warm werden oder warm bleiben. Side jump. Reverse direction and jump during the skid for extra height. Jetzt auf einmal geht das so einfach. Hm. Triple jump. Immediately jump again after landing. Each successive jump is. Mhm. Ja, ich würde gerne. Danke. Oh, that is a big tower. Jeez. Den man auch sonst irgendwie nie von Forktown aus gesehen hat anscheinend. Okay, gut. Whatever. Ist hier eigentlich schon irgendwas versteckt oder? Okay, und die Wände sind zumindest gesetzt. Danke dafür, dass ich mich hier nicht unnötig umgucke. Da rutsche ich doch bestimmt später runter. Und jetzt auf einmal sind hier überall Kürbisse auch, ist klar. Oh. Mhm. Was zum. Achso. Ich war gerade kurz verwirrt. Also, ich musste sogar hier was aktivieren. Ah. Und jetzt kann ich theoretisch hier runterrutschen. Zwar nicht die Rutsche, die ich dachte, aber. Funktioniert auch. Zack. Hätte gedacht, man fängt direkt im Tower an, aber. Nö, man muss da selber hinlaufen. Das ist schon mal ganz nett. Irgendwas ist doch da bestimmt schon wieder. Ach so. Ja, das hatten sie auch in Neon Splash schon. Wo man wie hoch kommt und so weiter und so fort. Short Jump, Full Jump. Hm? Gut. Kann ja gerade eh nichts machen, von daher. Oh, ich kann nicht mal schnell durch die Gegend springen ohne Spin. Ich will meinen Spin zurück. ignore Weirdo. Hallo, Hand aus Majora's Mask und Ocarina of Time. Wobei, war die in Ocarina of Time? Nee, Majora's Mask war, glaube ich, nur. Und dann Skyward Sword später nochmal als Cameo. Well dressed. Ja, ist klar, eine Hand. Du hier Footsteps approaching? Yeah. Well met, little voice. You okay down there? I've been better, but I've been worse too. Okay, I'm just gonna go then. You do that, little voice. Oh, or I can help relieve the attacks of yours. Wait, what? You can do that? Why, yes. You see, Jester and I are acquainted. Did he put you in there and place that sign here, there too? What sign? Never mind, carry on, weirdo. Well, his axes are tied to his tower. Reach a certain height and reinstate your powers. One by one. Good to know, I guess. I'll make sure to check in now and then. Do that, little voice. Do that. Yeah, I'm gonna go now. Okay. Interact. Glide dash. Also, ich wollte gerade sagen, okay. Floor 10, Spin Hacks. Hard. Gain an extra powerful spin that rises in the air. Aha. Glide dash hacks. Gain brief invincibility when dashing.
Ach so, das sind extra Fähigkeiten nochmal auf meinen Fähigkeiten, oder was? Art, gain the ability to double jump 2 times in the air. Double jump hacks. Spades. Gain the ability to double jump up really high once. Was? Gain the ability to double jump up really high once. Gain the ability to double jump 2 times in the air. Ich hab keine Ahnung, okay. Ja gut, guck ich nach, wenn ich's hab. Mhm. Das sind quasi Modifications dann, die man bekommt. Gut. Alter, meine Füße verbrennen. Interact. Connecting. Not beaten, any percentage. Also, ja gut, okay. Weapon Main, 9 Minuten 26. Ich will gar nicht wissen, dass dieser Broke-Typ. Will ich wissen, wie die da hochgekommen sind so schnell. Oh Mann. Gamer Joe, ja. Was ist denn so im Normalfall? 1,5 Stunden, okay, gut. Wenn man es halt gut schafft. Gut, rein da. Each hex comes in 2 variations, pick which one works for you. Okay. So. Okay, zumindest ist die Musik bis hierhin schon mal ganz annehmbar. Ich weiß jetzt schon nicht, wie ich hochkomme. Okay. Sollte vielleicht einfach den normalen Weg gehen. Wobei, eigentlich ohne extra Schnickschnack ist es, glaube ich, sogar relativ einfach. Weil man wenig falsch machen kann. Das ist, glaube ich, ganz angenehm hier, die ersten paar Räume. Das mit dem Runtime-Timer da hinten gefällt mir nicht. Next, Hex lifted, ja. Wow. Ich bin sowas unabhängig von meinem. Okay, Frage. Okay, ich habe keine Flagge. Oh. Ich habe aber in irgendeinem Video eine Flagge gesehen, das gefällt mir nicht. Was habe ich jetzt übersehen? Ah, vielleicht kann man. Ah, die Modification, mit der man eine Flagge mehr setzen kann. Vielleicht zählt die als eine insgesamt setzen dann. Das wäre mies. Vor dem Ding nicht. Okay, aber die Musik ist echt okay. Ah, scheiß auf den Sidejump. Ich mach einen Triple Jump. So. Okay, und das ist. Ah, das sind die komischen Portale aus Neon Splash. Das sind jetzt quasi einfach Ebenenwechsel. Ich warte. Ich glaube nur was. Oder? YOLO. Ah, jetzt sehe ich auch, dass man hier mal wieder runterfallen kann. Okay, gut. Wow. Okay. Okay, das gefällt mir echt nicht. Ich will meinen Spin. Give me my spin back. Mein Spin zurück. Mein Safe Spin. Wo muss ich hin? Wow. Alter. Ja, ich merke schon, das wird so das ideale Ding, wo ich absolut nach einer gewissen Weile keinen Bock mehr drauf habe, wenn ich andauernd runterfallen sollte. Ach so, okay. Ah, den Hookshot kriege ich auch wieder anscheinend, damit man hier shortcutten kann. Okay. Das kriege ich ja alle Abilities wieder aus dem Hauptspiel, nicht nur die in Neon Splash waren. Okay. Ich glaube, zu Anfang hat man echt die größten Probleme, wenn man noch keine einzige Fähigkeit hat. Ding habe ich nicht gesehen. Wirklich? Oh shit. Die Dinger killen mich jetzt ja instant. Ich habe ja nicht mehr den Schutz. Oh.
Run Duration 3, 26. Floors Fall 0, Jumps 99. Steps 164. Oh Gott. Ja, ob ich darauf Bock habe auf Dauer, weiß ich nicht. Okay, gut. Also wenn es nur springen wäre, okay, aber jetzt auch noch auf Rotstellen achten. Oh. Retry. Die higher you climb. Okay, gut. Ich habe halt keinen einzigen Checkpoint, den ich setzen kann. Was fairerweise jetzt auf Ebene 3 schon ein bisschen naja gewesen wäre, aber... Uff, okay. Immer Triple Jump, ja. Ich bleib dabei. Ich glaube nicht, dass ich hier hundertprozentig mit Aufnahme durchgehen werde. Wir werden es angucken. Ich glaube, ich bleib dabei, dass ich jetzt einfach eine Stunde jetzt spiele erstmal und dann gucken, wie weit ich gekommen bin. Eieiei. Uff. Also gegen Runterfallen hätte ich jetzt nichts gehabt, aber auch noch jetzt auf diese roten Stellen achten, die so sehr bescheidene Hitboxen haben. Oh Mann. Oh, schon eine Minute jetzt für den Raum. Das ist ja... Oh, nee. Wenn ich zumindest das Drehen hätte, dann wäre ich mal einigermaßen... Ja gut, fairer, aber ja, mit allen fünf Ebenen ungefähr, die ich erreiche, kriege ich halt mehr Fähigkeiten. Also eigentlich, wenn ich erstmal einen gewissen Punkt erreicht habe, dann ist es, glaube ich, gar nicht mehr so schwer oder so schlimm, immer wieder hochgehen zu müssen. Und ich glaube, wenn ich runterfalle oder sterbe, oh komm, wirklich. Ja. Ich glaube, das könnte nervig werden. Es gab, glaube ich, auch ganz zu Anfang, wo der DLC kam, oder dieser Gratis-Level. Ich glaube, da gab es auch irgendeinen Wettbewerb. Ich habe irgendwas mitbekommen. Ging darum, wer als erstes und am, also wer als erstes, glaube ich, den Turm nach Release erklimmt. Mit einer Aufnahme oder mit einem Stream. Eine Aufnahme ist natürlich nachteilhaft, weil das muss man dann aufnehmen und dann wieder hochladen direkt. Beziehungsweise, nee, ich glaube, es musste sogar ein Stream sein, weil sonst hätte man es verdingsen können. Rechtschneiden können. Ist halt die Frage, ob das dann noch schnell genug wäre. Aber okay, gut, was soll's. Uff, ja. Also für die, die echt voll Bock drauf haben, ist es bestimmt ganz nice. Grundsätzlich mag ich so solche Türme auch, aber bitte nur mit Checkpoints. Das ist nämlich jetzt genau das, worauf ich eigentlich am wenigsten Lust habe. Also die Challenge mir geben, ja, den Turm hier zu erklimmen, aber dann bitte mit Checkpoints, alle. Also feste Checkpoints vor allem dann am liebsten. Alle 5 Ebenen oder alle 10 Ebenen festen Checkpoint. Damit wäre ich komplett fein. Alle 10, ja doch, alle 10 Ebenen. Ein richtiger Checkpoint, den man dann immer wieder hat. Das wäre okay. Aber ich glaube nicht, man kann... Nee, man kann hier, glaube ich, nicht selber einstellen, oder? Pause Run kann man machen, okay. Das muss zumindest nicht dauerhaft weiterspielen. Gott. Gehen die jetzt die ganze Zeit? Nee. Ja, noch da drauf achten. Oh Gott. Das ist so ekelhaft. Nein, was mache ich da? Okay. Jetzt müssen wir hier drauf landen. Oh Gott. Ja, meine Idee war jetzt eigentlich direkt da hoch, ohne dass ich da diesen einen Bumper mitnehmen muss.
So. Das ist ekelhaft. Oh Gott. Ja gut, wenn man jetzt den Hookshot hat, kann man sich einfach hochziehen. Also, ja, es ist schon fair, wenn man jetzt die Dinger nach und nach freischaltet wieder. Das ist fair, es ist fairer. Dann kriege ich die unteren Ebenen dann wieder schneller hin. Bitte was? Okay, hier muss man echt voll drauf hören und... Alter, mein Fuß verbrennt. Das macht es nicht gerade einfacher. Oh Gott. Floor 4. Oh Gott, ich muss eigentlich Musik leiser machen und SFX Sound höher machen. 1, 2, 1, 2. Oh Gott. Achso, das ist ein festes Gitter, dauerhaft. Okay, dann ist das... Oh, dann geht das hier sogar noch. Ich spring lieber da unten erstmal wieder hin. Uff, so. Ich hab Angst. Ich will nicht. Danke. Oh Gott, weiter. Floor 5. Muss ich den Floor jetzt auch schaffen? Ich will mal drehen. War das schon wieder diese Farbe, oder? Ja. Okay, gut, ich hab's rüber geschafft. Seh nichts. Oh Gott. So, und da sind jetzt die nächsten. Ah ja, gut, der ist extra langsam, aber trotzdem. Jetzt fühle ich mich volle Kanne wie in Mario Sunshine. Oh, scheiße. Es ist nicht gut. Und ich muss hier sogar einen Triple Jump machen. Oh Gott. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Oh Gott, was war das? Oh Gott, oh Gott. Ich habe nicht gesehen, dass da jetzt die ganzen Dinger waren. Wow. Oh Gott. Gib mir die Fähigkeiten. Oh, die Musik wird anders. Ignore Weirdo. hallo Midgey. Was machst du hier? Well done, little voice. Well done. Aren't you stuck in that well outside? Why, yes. Oh, my hand still fits through a portal, you see. It's giving me the opportunity to remove one of the Jester's hexes for you. But nothing can be as it once was, little voice. In what manner do you want this power to return to you? Anew and rekindled? Choose your fate. Double jump hex. Okay, Moment. Ja. Ist normal. Gain the ability to double jump two times in the air.
Das sieht normal aus. Wie ich es zuletzt auch im Dingens hatte. In Demon Turf Neon Splash. Okay. Sieht schon mal gut aus. Was ist das andere? Ach so, der High Jump. Ich nehme den kenne ich. Das, wie ich es kenne. Okay, angenehmer. Lieber so und dann nochmal so, als komplett einmal irgendwie hoch. Wobei es hat Vorteile wahrscheinlich, wenn man beides macht. Okay. Was ist das für ein Eimer hier? It is done, little voice. Boah, das feels different. As it should, little voice. Strength from your past. Be forged for the struggles ahead. May you find yourself by the end. Ja gut, okay, man könnte auch sein, dass sagen, dass der Tower jetzt vor dem Neon Splash-Ding war. Aber gut. Onwards. 5 von 50. So, Double Jump again. Okay, jetzt fühle ich mich zumindest schon mal deutlich sicherer hier, was Springen angeht. Achso, ich musste nach oben. Einfach nur. Das war so typisch. Moment. Das ist der Weg nach unten, oder? Achso, ja. Okay, gut. Ja, aber jetzt ist allein der Weg hier. Easy. Wenn ich mich nicht verklicken würde. Oh, scheiße. Okay, fairerweise jetzt mit dem Doppelsprung, Dreifachsprung, wie auch immer, kommt man hier relativ gut durch die ersten fünf Ebenen. Aber jetzt werde ich zu schnell und zu cocky. Alter, wenn man runterfällt, dann alle Fähigkeiten immer wieder neu verlieren. Ich glaube nicht, dass das haben muss. Das ist schon ganz gut, so wie es ist. So. Das war dumm, aber es funktioniert trotzdem noch. Gut. Oh, ist das angenehm. Oh. Und die Musik wird erstmal untergefahren. Die Frage ist halt, kriege ich irgendwo einen Checkpoint? Irgendwo habe ich den Checkpoint, oder? Interact. Spin Hex. Okay, noch 5 Ebenen habe ich meinen Spin. Dann 10 weiter habe ich ein Glide. Game with Invis Spin and Dashing. Gain and Power of Trash Spin and Dashing. Projective Fairy Hex. Oh mein Gott, noch 25 Ebenen kann ich einmal getroffen werden. Nice. Gain a persistent fairy that respawns after a long delay. Gain a study fairy that can take 2 hits before leaving. Ich nehme doch die sich besser wieder resettet nach einer Weile. Warum sollte man Spade nehmen? Aber okay. Hookshot gibt es nach 35 Ebenen, okay. Gain to jump away when zipping to a hookshot target. Gain to warp to a hookshot target. Okay. Checkpoint Tag nach. Ah, okay, nach 40 gibt es. Gain a flexible replaceable checkpoint that breaks after one revive. Gain a study single-use checkpoint that breaks after 2 revives. Oh, okay. Ich kann diesen Checkpoint setzen da oben. Irgendwo. Aber nur einmal und ich kann ihn zweimal zum Revive nutzen. Gain a flexible, replaceable checkpoint. Frage, kann ich ihn immer wieder neu setzen oder wie ist das dann gedacht? Aber okay. Ich krieg einen Checkpoint, aber erst nach 40 Ebenen. Ja, klasse, cool. Dann bringt mir der auch noch was. Aber okay.
Oh, warte mal, kann ich da direkt hochnehmen? So, das wollte ich eigentlich gerade schon machen. Achso, warte, was? Muss ich da irgendwie ganz komisch hochkommen? Nee. Also, kann es sein, dass ich da einfach so hinkomme? Oh Gott, ja, einfach in Anführungsstrichen, aber... Wow! Der war mies. Oh Gott. So, 7. Ja. Achso, und hier sind Killkügelchen. Okay. Finde ich absolut nicht nice. So. Okay. Fällt mir nicht, ich will meinen Spin to win haben, endlich. Gib mir nicht meinen Spin to win. Achso, ich muss da ganz rüber. Okay, mit Spin to win fühle ich mich sicherer. Weil ich den hab. Bin ich glücklich erstmal. Uff. Okay. Blöd. Okay, gut. Alter, also noch knapper kann man das nicht bemessen, oder? Eieiei. Oh nein, Eis. Das gefällt mir jetzt schon wieder nicht so sehr. Aber okay. Ah, die Eisplattform, die einen nach außen drängen. Ich weiß ja nicht, ob das sein muss. Oh Gott. Das ist auch mies, einfach da einen hinpacken. So, Lamm. Ey, das ist schon deutlich höher jetzt, die eigene Ebene. Möchte ich nur anmerken. Die ist jetzt schon höher als alles andere, was ich hatte. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Ich finde schon, wie die Musik immer wieder lauter wird dann. Oh, hier dreht sich schon wieder alles. Okay, fairerweise, hier hat man anscheinend relativ viele Möglichkeiten, den Fall abzufangen. Wenn ich das richtig sehe. Uff, aber die Kamera dreht sich mir, das ist kacke. Ah, okay, Gott, das ist sowieso besser. Oh Gott. Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe, mit besser manövrierbar. Oh Gott. Oh, ist das kacke mit dem Drehen. Das
halt alles mitdreht. Oh, scheiße. Nein. Scheiße. Okay, gut. Ich meine, es ist auch nicht allzu geil, aber besser, als wenn ich alles neu machen müsste. Okay. Ah, noch eine Ebene, also noch zwei Ebenen jetzt wieder, aber dann habe ich das Drehen. Und dann kriege ich eine ganze Weile schon wieder nichts mehr. Wäre jetzt auch schwer gewesen, als wenn ich ein purer Dingens Run wäre. Purer Run nur mit Einzeljumps, aber das wäre langweilig, glaube ich, auf Dauer. So. Das ist mies. Das ist so mies. Jetzt komme ich hier einigermaßen gut hoch. Mit an. Okay, gut. Oh, wieder hier. Oh, das ist echt. Oh Gott, so. Wie weit muss ich hier noch hoch? Uff. Achso, da ist die Tür. Okay, gut. Dann habe ich nichts gesagt. Oh Gott, das geht aber hier drin gleich weiter. Ignore Weirdo. Nö. You just get another set of laws. Impressive, little voice. God handed to me. I'm pretty impressive, eh? You've got much to climb yet, little voice. It was a pun, you know, hand it to some. But it does allow me to lift another curse for you. Once more, what destiny do you choose to be yours? Just gonna ignore the joke entirely, huh? Choose your fate. How to use it. Habe ich nur eine Wahl? Nee. Oder? An extra postman rises in the air. Okay. Gain a height. Was? Gain a height boost when executing a super triple jump. Was? Ich nehme, was ich kenne. Kein neues Moveset jetzt. Oh, nebenbei. Hallo? Lucy? Warum bist du auf einmal hier? It is done, little voice. Boah, das wird different. Hast du schon, little voice? Bank, my. Okay. Okay, gut. Ich habe wieder ein normales Moveset. Flutter Spin. Oh, Moment. Okay, gut. Ich muss mal ganz kurz. Ja. Okay. Ein Jump, dann Spin, dann kann ich das machen. Okay. Ja, es ist ein bisschen
blöd jetzt, wo ich nachdenken muss, was ich machen möchte. Okay, Hookshot-Sachen könnten später interessant werden. Okay. Aber grundsätzlich fühle ich mich schon wieder einigermaßen sicher mit den Sprüngen, die ich jetzt habe. Könntest du bitte nicht abhauen? Danke. Ui, das könnte ekelhaft werden. So. Gut. Den mag ich nicht, wenn der so knapp drüber fliegt. Okay. Boah, und ich überlege, wenn ich jetzt hier ganz unten anfangen müsste. Ach du Scheiße, nee. Immer wieder jetzt ganz unten anfangen. Für jede Kleinigkeit, die man falsch macht. Oh Gott, nee. Uff. 13 von 50 hat erst und der nächste Hex wird erst bei Ebene 20 dann jetzt hier geliftet. Oh Gott. Alter. Ich bin jetzt schon 3 Stunden dabei. Und die Runtime ist mal gerade 23 Minuten. Uff. Ist halt echt belastend. Klar, natürlich, man kann sich hier deutlich früher teilweise wieder fangen. Als sonst. Achso, der ist rot. Ih, deswegen ist der rot. Ich dachte gerade schon, warum ist der da? Okay, gut. Wow. Scheiße, scheiße. Okay, ich kann mich da wieder hinretten. In die letzte Ebene, wo ich war. Okay, gut. War nicht geil, aber grundsätzlich habe ich nur eine Ebene verloren. Oh Gott. Das ist fast schon mies. Okay, warum bin ich nicht gerade schon da so lang gegangen? Egal, gut. Ja. So. Okay, warum soll ich darum überspringen, wenn ich das auch so machen kann? Und den Sprung kann ich mir auch später sparen, wenn ich einfach das mache. Okay, wie lange geht der hier durch? Komplett. Uff. Sag mal, wer benutzt bitte hier den Langsprung? Alter, meine Hände schwitzen. Ich bin mal gerade bei Ebene 15.
Wow, wo kam das Ding denn her? Lodon-Barriere oder was ist das? Ja. Okay. Gut. Oh Gott. Gefühlt wird es aber nach oben gerade einfacher erstmal für den Moment. Aber gut. Nur gefühlt. Bitte nicht, oder? Doch. Gott, ey. Nicht mal weit oben bisher. Ansatzweise weit. Oh Gott. Kann ich hier oben auf dem Dach nicht irgendwas sehen oder? Nö. Oh, kurz Pause, kurz innehalten. Oh Mann. Eigentlich wollte ich das morgen jetzt gar nicht alles schaffen und machen. Also, wenn ich schaffe, wäre super, aber eigentlich wollte ich auch nur reingucken. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier so gut vorankomme, erstmal für den Moment. Gut, rein. Das Schwerste waren echt irgendwie die ersten paar Räume, wo man kein Stück Fähigkeiten hatte. Wow, okay, da sollte ich aufpassen bei solchen Stellen. Der Blaue hat mich gerettet, ich glaube das nicht. Der Blaue hat mich gerettet, davor einen Roten reinzurasen. Ich mag die Super Mario Sunshine Dinger nicht mehr. Die sind voll mies geworden jetzt hier. Oh Gott. Oh Scheiße, wird kommen. Wow. Bitte was? Oh Gott. Okay, die Ebene ging gerade eben wie schneller auf einmal. Aber auch nur, weil ich jetzt richtig cocky werde. Und keinen Respekt mehr vor den Leveln habe an sich. Als vor den Abschnitten. Weil ich gerade nur denke so, je schneller ich hier durchgehe, desto weniger Fehler kann ich machen, weil ich nachdenke. Ich glaube, Nachdenken ist hier der größte Feind. Hart. Genau so. Reset the cubes. Don't wanna wait for the cubes to come back. Hit this handy dandy button. Impatient plap. The jester. Ja, aber das ist gut. Oh, scheiße. Scheiße. Ja nicht 2 Sekunden eher.
Okay, wenn man in der Animation gefangen ist, dann habe ich ein Problem. Oh Gott, das geht noch. Bin nur 3 Ebenen runtergefallen. Nur vor allem. Oh Mann. So. Merk schon. Das Problem ist hauptsächlich wirklich dann das Drehen, wenn man runterfällt. Okay. Gut, egal, so 19. Welche war das? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Bin ich gerade auf 19 runtergefallen? Ne, auf 20 bin ich runtergefallen. Oder? Also ein paar mehr Grappling-Spots wären vielleicht ganz geil hier gewesen im Level. An den kann man sich natürlich auch retten, stimmt. So. Uff. Mhm. Oh Gott, den habe ich gerade gar nicht gesehen beim letzten Mal. Oh Gott. Wieder auf 19. Aber ich muss ganz kurz pausieren. Ich muss so kurz auf Toilette. Für kleine Unis. Moment. So, wieder da. So, also ja. Reset. Wie jetzt? Läuft immer weiter oder was? Are you fucking serious? Was ist das für ein Busch? Aber gut, jetzt sehe ich zumindest, wo der lang läuft. Okay. Mhm. Wow. So. Also ich fand die Würfel in Sunshine schon immer sehr schwer herauszufinden, in welche Richtung die sich gerade drehen und wo ich langlaufen muss. Aber da klebte man zumindest dann dran, mehr oder weniger. Hier zwar jetzt auch. So Pi mal Daumen. Aber nicht so sehr wie in Sunshine. Da hat man hier natürlich mehr Movement. Ich möchte den roten da unten übrigens deaktivieren, bitte irgendwie. Der ist gefährlich. Oh Gott, die Musik. Okay, jetzt langsam wird die Musik ein bisschen nervig. Mit Betonung auf ein bisschen. Achso, ja cool, direkt neben mir einen blauen. Du bist ein roter, oder? Natürlich bist du ein roter. I don't care, einfach rüber. So, Hookshot oder was kriege ich jetzt nochmal? Ignore weirdo. Do I hear you little footsteps once more? Yup, it's me again. And gotta be honest with you. Got it up to here with this dang tower. Patience, little voice, patience. With each step, and if I hear the jester's laugh one more time, I swear. Perhaps the lift of another hex will lift your spirits. It will help. So. Gain Reef-Inventory, was? Glide Dash. Reef-Invincibility when dashing. Gain Upward, was? Nochmal von vorne, was? Gain Upward Tradition when dashing. Alles, was mich oben hält.
Okay, das. Nee, nee, das muss ich ändern. Das muss ich wieder ändern. Controls. Button Remapping. Wieso ist der Hookshot auf. Ja, gut, der Hookshot ist auf R. Ah, ja, gut, okay. Der Hookshot ist auf RB, wenn man sich direkt im Sprung grappeln kann. Aber Dash bitte auf den Button und Hookshot. Erstmal auf den rechten Trigger. So, also da, wo sonst das Reifending war. Ist, glaube ich, ganz okay. Okay, gucken, was kann ich jetzt hier machen? Und kann ich dann noch dashen? Ja, ich kann nach dem gesamten. Ich kann nur nach dem Long Jump nicht mehr dashen. Nach dem Long Jump kann ich allgemein. Moment. Weil ich kann damit. Ja, gut, nach dem Long Jump kann ich halt. Theoretisch. Besser wieder abspringen. Oder? Bringt mir aber nichts. Also das will ich nur, wenn ich schnell vorwärts muss, aus irgendwelchen Gründen. Ansonsten, hopp, 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 dash. Okay, gut. Was zum Bock? Ach, ich kann doch mit euch reden, ich muss euch nur richtig ansprechen. Ah, okay, gut. Hey, hey, hey! Where the heck am I? Kind of hard to explain. I doubt it. Try me. I'm very clever, you know. You're in a portal mode made by Weird Hand and a well who is helping me get rid of the hex placed on me by Jester Dude, who has a tower that's impossibly tall. That makes no sense. Are you feeling okay? Never mind. Verdammt. Jetzt muss ich nochmal irgendwann bis Ebene 10 wieder hoch und 5, damit ich mit den anderen beiden reden kann. Verdammt. Next. Oh, Ebene 25 jetzt wieder. Okay. Glide Dash. Tap to do an air dash, that's a quick horizontal speed. Nimmst du dann on the ground, leaving behind. Ja, aber I don't care. Und ich muss das sogar jetzt hier machen. Ist das? Nein, das ist nicht gewollt. Okay, gut. Kann's auch so lösen. So ist nicht. So. Ich warte einfach hier außen. Die Musik hier gefällt mir jetzt nicht. Die ist mir zu lahmarschig. Das wiederum gefällt mir jetzt nicht. Wow. So war das zwar nicht gewollt, aber es lief trotzdem ganz gut. Ja. Okay, ich dachte, das Windding boostet mich weg. Okay. Okay, ich kann Distanz damit gut zurücklegen. Okay. Einfach so durch. Dass ich in der Luft dann trotzdem nicht steuern kann, ist irgendwie kacke. Bin ich eigentlich auf euch. Nein, ich kann auf euch nicht nach oben springen. Oh. Oh so, cool. Dann das Ding jetzt sich die Richtung ändert, ist mir egal. Warum sollte ich da durchspringen, wenn ich auch hier außen hinspringen kann?
Okay, gut. Was war dafür? Okay, nach ganz oben komme ich nicht. Ach so, okay, ist wieder so ein Raum. Oh Gott, der ist schneller als vorher. Hehe, ausgetrickst. Und langsam rein. So. Also ja gut, man wird nicht mehr ganz unten durchfallen. Glaube ich, hoffe ich. Außer man macht es absichtlich, aber man wird sich wohl irgendwo immer irgendwo fangen können. Wenn man drauf achtet, so ein bisschen. Oh Gott, eine Speed-Domain. Igitt. Man fällt ja auch sehr viel schneller. Ist ja ekelhaft. Ist ja ekelhaft. Okay. Kann ich hier drauf stehen? Ja, kann ich. Ihr könnt mich mal. Ja, hier kann man sich direkt hinziehen. Okay, gut. Man kann hier zumindest einige Bereiche skippen, die ein bisschen nervig sind. Also Slowblasen, okay, aber Speedblasen ist ekelhaft. So. Aber um die komme ich jetzt nicht herum. Oh Gott. Ekelhaft. Aha. Frage. Kann man hier wohl irgendwas shortcutten? Glaube. Nein, kann man nicht. Okay, hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass ich was shortcutten kann. Da muss ich wieder, jetzt muss ich wieder dahin. Klasse. Wieder hier. Den verstehe ich noch nicht, warum der da ist, aber okay. So. Eieiei. So. Gut, dafür habe ich zu wenig Speed, um dahin zu kommen.
Willst du ja nochmal gerne testen, aber nicht ohne Checkpoint. Nein, 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 nein. Nicht euer. Oh. Ich kann nach dem Sprung ja nichts mehr machen. Scheiße. Du hast vorhin 11 Jumps, 1097 Steps, 1000. Oh. Uff. Klar, die ersten paar Ebenen gehen jetzt relativ easy, aber trotzdem. Oh, nee. Was passiert jetzt, wenn ich Hab sage? Abfragezeichen. Was sammle ich hier? Achso, jetzt seid ihr auch alle hier. Hi. You bleep sie, you're right. Yeah, why? Well, it's just a detective, right? And you lost a bunch of abilities. Oh, whatever, I just kick his butt and get him back. Alright, on. So, climbing the tower is gonna be rough business. The jester sucks. Took the liberty to haul a bunch of our stuff to set up camp. Something tells me we might be here for a bit until you climb the tower. Good call, you. Yo, and don't worry, Machie, I got this. Heck yeah. Wow. Darf noch nicht mal rein. Boah. No weirdo. Eigentlich kann man ja nichts mehr falsch machen, außer man stirbt an so einer Scheißstelle. Und auf Ebene 25 jetzt die Protector Fairy gegeben. Oh, scheiße. Und auf 35 den Hex zum Hochziehen. Ah. So, hier Footsteps approaching. Yeah. Yeah, little voice. Okay, down there better. Yeah. Ja, das gleiche Text wie vorher. Der gleiche Text wie vorher. Uff. Die Frage ist halt, will ich jetzt noch weiter versuchen? Ich habe heute schon jetzt wieder. Ja, gut, was heißt schon? Ich habe jetzt 2,5 Stunden heute aufgenommen ungefähr. Oder 2,5 Stunden zumindest Demon Turf. Durch gegen 4:15 oder so angefangen heute Morgen. Eine Stunde irgendwie für den Rest von Neon-Dingens und jetzt eine Stunde hierfür. Also aufgenommen 2,5 Stunden. Oh Mann. Aber ich habe. Ja gut, ich habe zumindest den Dash. Also es macht jetzt viele Sachen unten einfacher. Will ich das jetzt noch versuchen? Was habe ich denn sonst noch? Ich habe noch die Navia-Quest, aber die wollte ich erst dann nach dem Urlaub gegen Ende des Patches machen. Achso, der Wasser ist da oben. Sag mal, komm ich da nicht ran? Na, warte. Kann ich ihn einfach. Ich hätte das schaffen können, Moment. So. Also, Shaoni, ich. Nee, ich kann ihn lachen lassen, aber ich komme da nicht ran jetzt gerade. Außer. Ja, gut. Der Turm ist aber deutlich kleiner von außen als von innen. Das Ding. Ja, keine Ahnung, will ich das jetzt nochmal versuchen? Und vor allem will ich den ganzen unteren Weg jetzt dann nochmal immer aufnehmen. Boah. Überleg grad, kann ich noch irgendwas aufnehmen sonst jetzt heute Morgen? So 2 Stunden oder 2,5 habe ich noch Ruhe. Wenn ich Demon Turf komplett beenden, habe ich nur noch Rayman für den Stream. Eigentlich brauche ich ein neues Spiel. Ja gut, ich habe noch Restless Soul, das kann ich auch noch, aber da muss ich halt vorlesen die ganze Zeit. Da habe ich auch wenig Lust drauf, jetzt ehrlich gesagt.
Also, ja, doch, Lust habe ich schon drauf, aber habe ich da jetzt Lust drauf? Gute Frage. Nächste. Also bis 10, 11 habe ich hier noch Ruhe, vielleicht auch bis 12. Dann wird es Zeit für einen kleinen Mittagsschlaf und dann mal gucken. Was habe ich denn noch, was ich noch spielen könnte? Ich meine, ich kann natürlich offscreen natürlich nach oben klettern, wenn ich irgendwelche Videos gucke. Das wäre halt jetzt so mein Trade-off, wenn ich echt mal runterfalle. Welche Ebene hatte ich jetzt? Keine Ahnung, 24. Also ich weiß, in welcher Ebene ich runtergefallen bin. Dass ich einfach dann bis zu den Ebenen immer für mich spiele, bis ich dann nehme ich wieder auf, das kann ich auch machen. Aber das will ich dann halt allgemein dann machen und nicht jetzt gerade im Moment, weil jetzt gerade in diesem Moment habe ich ja den Vorteil, dass ich ihn noch aufnehmen kann. Oh, guck mal, was da denn rumläuft. Einmal wieder Assets wieder hierher gepackt, die es schon gab. So, pass mal auf, jetzt komme ich zu dir rüber. Müsste nicht in der Richtung eigentlich das Schloss liegen? Naja. Gut. Oh, Mist, wie. Ja, komm, nee, ich mache erstmal jetzt aber hier den Pause dann. Exit. Jupp, Exit. Ach so, das schließt das Spiel komplett. Ich dachte, ich komme dann in den Homescreen zurück. Ja gut, nö, dann enden wir auf dem Backscreen. Ja, keine Ahnung, was mache ich denn jetzt noch? Ich öffne mal ganz kurz den Games-Ordner. Ich muss mal ganz kurz für mich selber reden und gucken, was ich noch habe. Also, Anodyne, das habe ich ja noch für mich angespielt, so ein bisschen wieder. Bastion geht mir zu lang und ich bin kein Fan von 2,5D Draufsicht. Und ich glaube, das Spiel ist eher, ja, ist okay, aber ich glaube, da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja, Demon Turf Neon Splash kann ich eigentlich ja wegwerfen, weil ich habe ja Demon Turf X auf dem Desktop. Little Witch No Beta. Ja, da warte ich auf diese Dating-Sim-Sache. Einfach nur, um dann die volle Packung vom Spiel zu erfahren. Auch wenn das Spiel an sich jetzt fertig ist, also ich könnte spielen. Also, das. Loli Souls quasi. Das Loli Witch Souls. Nere, übernehmen reden wir nicht. Nike's Quest. Nike's, anderer Name für Nox anscheinend. Ja, das würde ich auch nur für mich, glaube ich, spielen. Rayman 3, Hotlum Havoc. Ich würde erstmal Rayman 2 beenden wollen. Eigentlich habe ich nur noch Shadow Tactics Blades of the Shogun als großen Titel, den ich jetzt hier so auf dem Desktop sehe. Also in meinem Ordner hier. Aber habe ich Bock auf. Wie groß ist das Spiel denn eigentlich? How long to beat Shadow Tactics Blades of the Shogun? Nee. Tactics Ico's Choice. 7,5 Stunden. Ja, gut. Wenn man es blind spielt, 7,5, ja gut, das heißt bei mir 10 Stunden. Wahrscheinlich sind es 4, 5 Level oder so. Wie viel hat das Hauptspiel gehabt? 10 oder so, kann das sein? Sehe ich gerade ein Longplay. Full DLC, Hardcore, No Commentary, Walkthrough. 2,5 Stunden und das auf hart. Das heißt, man kann sich da einen Schwierigkeitsgrad aussuchen. Das ist interessant. Das ist die Frage, ob ich da Bock drauf. Da muss ich mich wieder in die Steuerung reinfummeln und. Nächste Frage. Hatte ich das mit Controller gespielt damals oder ist es mit. Boah, gute Frage. Ist mit Tastatur oder Controller gespielt? Weiß ich gerade gar nicht. Ich könnte mal halt auch das Humble Choice Wiesen Mod für 10 €, dann hätte ich Aragami 2 als Spiel wieder. Und Hellpire als Plattformer. Weil der ganze Rest ist im Humble Choice halt Bullshit, den ich nicht haben will. Kann ich gar nichts mit anfangen mit dem Kram, der da drin ist. Aragami 2, how long to beat? 17 Stunden.
Und für 100% 28, also viel zu lang jetzt gerade. Also ich will jetzt auch nichts allzu langes anfangen wollen mehr. Aber ich will auch jetzt nicht den ganzen Sonntag nur hier Demon Turf hochjumpen. Also das ist ein Tabletop-Bundle, okay. Was sagt Aragami 2 auf YouTube, wenn ich einfach nur das suche? Komm, zeig mal einfach einen Longplay an. Oh, Full Game, 7 Stunden 12. Ja, dann werde ich definitiv länger brauchen. Werde ich sehr viel länger brauchen. Ja, also Aragami 2 habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. One More Dungeon war nur so ein 2D-Ding. Ja, Deadcore wird mich halt anlachen, aber. Hab ich darauf Bock? Das hat auch nur wieder ein Jump'n'Run. Was sagt meine Steam-Liste? Steam. Da habe ich letztens schon durchgeguckt. Ja, ich weiß, das ist jetzt eigentlich vollkommen irrelevant für die Aufnahme von Demon Turf, aber was soll's. Man kann ja abschalten, wenn man keinen Bock drauf hat, was ich jetzt hier laber. Das habe ich nur auf der Anspielliste drauf. Angespielt. Achso, das waren die Sachen, die ich angespielt habe. Ja, ist klar. Ich glaube eigentlich die Anspielbar-Liste haben. 26 Spiele sind anspielbar anscheinend. Alan Wake, ja gut, Alan Wake wäre das. Ja, Alan Wake. Ist halt narrativ. Das heißt, ich würde relativ wenig reden oder nichts checken, wenn ich rede. Weiß ich nicht. Außerdem würde ich ja eigentlich eventuell fast schon eher das Remake spielen. Das Remaster. Als das Original. Auch wenn die sich nicht viel tun sollen, anscheinend. Das erste hat vor allem ein paar bessere Sachen erstellen. Aber das ist halt immer das Problem, wenn man das Original nicht kennt, dann kann man halt das Remake besser spielen, glaube ich. Ja, Bastion, wie gesagt, anspielbar halt nur für mich. Bloodstained warte ich noch auf die DLCs, den letzten. Ja, Castlevania, Lords of Shadow, Mirror of Fate, das ist halt ein lupenreiner Metroidvania-Teil wahrscheinlich. So ein. Castlevania ist ein Metroidvania, ja, natürlich. Egal. Und ist das In-Between-Quel mehr oder weniger zu Castlevania Lords of Shadow 1 und 2? Und 1 habe ich vor Jahren mal gespielt. Da müsste ich aber. Boah, da hatte ich 100% damals, habe ich geholt. Da müsste ich fast, glaube ich, nochmal auf. Ja, müsste ich da nochmal die Story durchspielen? Nee, eigentlich nicht. Dieser Sobek oder wie er heißt, hat, glaube ich, seine Frau umgebracht, wenn ich mich nicht irre. Und. Im Endeffekt ist er dann am Ende zum Vampir geworden. Er hat irgendwie den Curse von irgendeiner anderen Vampirin auf sich genommen oder so. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das so die Story irgendwie. Und so wird er die Frau umgebracht, weil, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen. Weil so ein Castlevania Reboot irgendwie. Den zweiten habe ich noch nie gespielt. Also ich habe ihn gekauft, aber nie gespielt, lustigerweise. Cthulhu Saves the World. Das sollte ganz witzig sein, ist aber. Hardcore RPG Maker Game. Was jetzt nicht schlecht sein muss, aber. Habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, glaube ich. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Nicht direkt. Das ist wahrscheinlich auch relativ lang und ist viel Text. Demon Turf und Neon Splash sind auch eine Liste. Anspielbar. Ach, Evo Wave ist da noch drauf. Ich habe Evo Wave nicht darunter genommen. Entfernen, hinzufügen zu durchgespielt. Vor einem halben Jahr schon. Mehr als einem halben Jahr. Entfernen von anspielbar. Forager, ja gut, okay. Ghostwire Tokyo. Auch nur weil es ein Mandel drin war. Grime, warte ich aufs DLC, was Ende des Monats kommen könnte, weil da auch die Switch-Version kommt. Land of Pain. Ist ein Horror-Game halt. Pack's mal von anspielbar runter, weil das werde ich eh nicht spielen. Sah nur ganz nett aus. Lone Survivor Director's Cut ist auch so ein Pixel-Horror-Game irgendwie, keine Ahnung. Mark Ginger Remastered. Ist ein 2D-Stealth-Game, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Portal 2, ja gut, Portal. Aber ich habe keinen Bock auf Rätsel jetzt gerade mit Portal. Remnant from the Ashes. Also das wäre natürlich mal eine Option jetzt. Endlich mal Remnant from the Ashes spielen. Müssen wir mal reingucken. Was ist. Boah. Das dauert auch länger.
Bin mir sicher. RoboQuest war in irgendeinem Bundle drinne. Silver Steel war, glaube ich, auch ein Metroidvania oder war es Plattformer? Bin mir gar nicht sicher. Könnte auch ein Plattformer sein. Shadow Complex, die Masse war, glaube ich, Metroidvania mit 3D-Assets. Und irgendwie aus dem Grund habe ich Shadow of the Tomb Raider auf meiner Liste und Tomb Raider. Aber die würde ich wahrscheinlich nicht aufnehmen, würde ich für mich spielen, sogar wenn. Shantae, Risk is Revenge. Ja, komm, Shantae oder wie auch man es ausspricht. Ich mag den Charakter, ich mag den Rue 34-Content dazu, aber da würde ich dann schon die ganze Reihenfolge spielen wollen, damit ich auch verstehe, worum es geht. Und Europa, es ist irgendein komischer Plattformer. Mir gehen echt die Spiele aus. Ich glaub das nicht. Mir gehen echt die PC-Spiele aus, auf die ich Bock hab. Ich muss echt bald anfangen, die Spiele zu kaufen, die auf meiner Wunschliste sind. Oh mein Gott. Ich meine, gut, ich habe noch ein paar Switch-Spiele, die da rumliegen. Was liegt da noch so? Kirby, das vergessene Land, Triangle Strategy. Also ich hätte noch genug. Ich hätte wirklich noch sehr viel, was ich spielen könnte. Also mit Aufnahme. Frage ist nur, ob ich auch alles immer aufnehmen muss. Naja. Triangle Strategy müsste ich echt mal durchspielen, also es war nicht schlecht. Aber das Level war nervig. Spark, Electric Jester 2 und 3, ja, habe ich auch schon für mich gespielt. Pumpkin Jack habe ich auch für mich gespielt. Blöd, dass ich die ganze Spiel für mich gespielt habe, ohne Aufnahme irgendwie so im Nachhinein. Naja, was soll's. Ja, nö. Was ich aber gesehen habe vor 2 Tagen jetzt. Ich freue mich auf den 30.06. Nicht nur, weil dann wahrscheinlich die Ausbildung zu Ende ist, sondern am 30.06. soll endlich Super Mario Eclipse rauskommen. 240 Shines, zigtausend neue Level und angepasste alte Level anscheinend. Ich bin ein bisschen hyped. Aber nur ein bisschen. Yep, The Dry Land, Episode 1. Ja, und das war so ein Spiel, das hatte ich eigentlich cool gefunden damals, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen. Aber, ja. Ich glaube, da kam nie wieder was dazu. Deswegen. Und weil es Episode 1 ist, ist es auch nicht beendet. Das heißt, naja. Nicht so toll. Ja, bei den Classics, da sind halt alle Spieler drin. Wieso habe ich eigentlich Castle Crasher unter Classics drin? Ne? Das Spiel habe ich einmal, glaube ich, angespielt, kurz im Multiplayer und das war's. Genauso wie die Crash Bandicoot Insane Trilogy, die habe ich auf der Switch gespielt, aber ich habe es trotzdem auf PC noch, okay. Es sind irgendwo Klassiker, aber alles halt welche, die ich nie selber gespielt habe, so wirklich. Mariunas hatten auch nur kurz Multiplayer gespielt, ein bisschen. Naruto Shippuden, Ultimate Storm 3, Full Burst, Poi, Rhyme. Boah, Rhyme erinnere ich mich kaum noch dran. Das habe ich aber durchgespielt, da bin ich mir sicher. Oder Rogue Legacy 1. Poi war super. Es war Mario 64 einfach. Ich bin blöd. Ich kann ja einfach Mario 64 Hexdead spielen dann. Dann bin ich mal wieder bei irgendwelchen Plattformern. Verdammt. Ich komme aus dieser Plattformer-Hölle gerade nicht raus. Ich glaube, die Sales sind zu Ende. Habe ich auf meiner Wunschliste irgendwas, das gerade noch im Sale ist, was ich mir gönnen könnte sonst? Death's Gambit, Half-Life, Ashes of Raiders. Ja, okay, nee. Müsste ich nochmal Death's Gambit durchspielen, damit ich verstehe, worum es dann in dem DLC geht. Das habe ich auch letztes Jahr erst, glaube ich, aufgenommen. Nee, vorletztes Jahr. Auch schon 2 Jahre her jetzt. Lies of P ist ein Battle Pass, auch schon Game Pass drin, das könnte ich spielen, aber ja. Nioh 2, Blasphemous 2. Ich könnte echt nochmal Blasphemous 1 irgendwann spielen. Ich erinnere mich an Blasphemous 1 kaum noch. Ist auch schon 4 Jahre her. Fast 5. Und Blasphemous 2, gut, das ist jetzt irgendwie dauerhaft reduziert irgendwie. Ne, ist nicht dauerhaft reduziert, das ist im Bundle anscheinend drin, mit 10% Rabatt dann. Ja. Regalia, 6 Euro. Spiel ist cool, das ist aber auch wieder ein Plattformer. Achigami 2, Cross-Code ist auch wieder aus dem Sale raus. Ja, irgendwie. Eigentlich muss ich schon fast jetzt wieder dann,
weiter mit Dingens machen. Weil Rayman ist heute Abend. Ja, oder Restless Soul halt. Oder ich spiel jetzt Restless Soul, das kann ich auch machen. Könnte ich auch gut machen, glaube ich. Jetzt noch, wo es ruhig ist, ein bisschen was vorlesen. Und Spaß haben anhand der Texte. Könnte ich machen. Das Spiel ist auch relativ kurz, mit 5 Stunden oder so maximal. Bei meinem Tempo, ja. Jetzt habe ich 4 Level von 8. Also, ja, 6 Stunden kommt eher hin. Ja, heute Abend Rayman 2, heute Nachmittag nochmal eine Stunde oder so Demon Turf. Schwierig, schwierig. Ja gut, ich glaube, dann werde ich jetzt die Aufnahme hier auch beenden für den Tower erstmal. Und vielleicht, wenn ich heute Abend weitermache, vielleicht werde ich dann erstmal so zwischen 16, 17 Uhr irgendwie, werde ich wahrscheinlich erstmal dann wieder auf die Ebene hochspielen, wo ich war. Werde vielleicht stumm eben kurz Midgie und Lucy ansprechen. Also nur aufnehmen, wie ich sie anspreche und dann haben wir die Texte da stehen. Aber an sich hochladen werde ich wahrscheinlich dann einfach nur, wenn ich nebenbei Videos laufen lasse, weil zwischen 16 und 17 Uhr ist das hier relativ unruhig, da kann ich eh nichts anderes machen. Und wie gesagt, gegen Mittag, so gegen 1 oder gegen 12, lege ich mich eh nochmal kurz hin. Eher gegen 1, 1 bis, ja, zwischen 1 und 3 oder so. Kleinen Mittagsschlaf machen, damit ich halt bis 12 heute Nacht durchhalte oder so. Ab 19 Uhr oder ab 18 Uhr wollte ich dann eventuell Rayman spielen. Wahrscheinlich 19 Uhr. 19 bis 21 Uhr oder bis 3, 22 Uhr. Irgendwie so. Also ich würde schon gucken, dass ich dann gegen, keine Ahnung, 10 Uhr ins Bett gehe, damit ich halt um 6 wieder aufstehe Montagmorgen. Das ist, glaube ich, ganz okay. Mal gucken, ob ich den Rhythmus sogar dann einigermaßen halte. Über Dienstagabend wollte ich eh nichts machen. Großartig. Und Montagabend dann nochmal Rayman. Kann ich eigentlich gut machen. Dann komme ich auch vielleicht noch zur Schule ganz gut raus. Ist ein Plan. Also ja, wie gesagt, dann sagen wir mal 18 bis 21 Uhr. Oder 18:30 bis 20:30. Oder bis 19. Rayman. Und dann gehe ich langsam Richtung Bett. Boah. Klingt nach einem Plan. Das ist dann der Plan für heute. Hab ja auch schon jetzt wieder 5 Stunden, die ich wach bin schon. Boah, fällt gar nicht so auf. Gut, dann werde ich jetzt wahrscheinlich Restless 2 weiterspielen, damit ich das auch noch durchbekomme vielleicht. Neben Demon Turf. Und dann muss ich mir mal dann nach dem Urlaub Gedanken machen, was ich hier denn überhaupt spielen möchte. Mario 64 Hex, die ich dann ganz viel spielen könnte. Erstmal. Ich könnte Deadcore erstmal eine ganze Weile spielen noch. Also, ja gut, 4-5 Stunden, was es geht, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe es in einer Nacht durchgespielt. Also, lass es 4 Stunden gewesen sein damals. Die Level sind 20, 30 Minuten lang. Oder 45, je nachdem. Aber gut. Ich sag dann hier Ciao für Demon Turf und gehe jetzt rüber zu Restless Soul. Dup-di-du.